Servus Dragon Age Freunde, in diesem Video will ich euch zeigen, welche die besten 20 Inquisitions Bonuspunkte sind, denn wenn sie einmal vergeben sind, kann man sie nicht mehr zurücknehmen. Das ganze Wissen basiert auf meiner eigenen Meinung, das heißt, ich will euch einfach eine Info geben, welche meiner Meinung nach die wichtigsten Boni sind. Die Auslegungssache liegt dann bei euch, ob ihr diese Boni freischaltet. Kurz zum Ablauf. Ich werde jetzt alle drei Berater durchgehen und danach nochmal eine Übersicht zeigen, welche die 20 wichtigsten Boni sind. Fangen wir mit Cullen an. Den ersten Boni, den ihr freischalten könnt, heißt Kenntnis der Finsternis. Hier werden wichtige Dialoge freigeschalten, also ein wichtiger Boni. Der nächste Boni heißt Machasses Methode und gewährt 5% mehr EP auf Gegner, die ihr tötet. Diesen Boni braucht man eigentlich nur, wenn man auf Alttraum oder schwer durchspielt. Der dritte Bonus heißt Reithaltung. Hier wird die Gefahr verringert, dass ihr von eurem Pferd abgeworfen werdet. Dieser Bonus ist jedoch nutzlos. Der vierte Bonus heißt Anivanischer Sattel und ist die Steigerung von Reithaltung und ebenfalls nutzlos. Der fünfte Bonus heißt Verbesserter Fokus und erhöht den Fokuswert von 100 auf 200. Es ist ein sehr wichtiger Bonus. Der sechste Bonus heißt Meisterhafter Fokus und ist die Steigerung vom verbesserten Fokus. Er erhöht die Fokuspunkte von 200 auf 300 Punkte und ist ebenfalls ein wichtiger Bonus. Der siebte Bonus heißt Wahrer Mut und erhöht die Verteidigungswerte um 10%, ebenfalls ein wichtiger Bonus. Der achte Bonus heißt mehr Heiltränke und erhöht die Tränke von 8 auf 12, ein sehr wichtiger Bonus. Der neunte Bonus heißt Pläne der Magier und schaltet neue Pläne frei und ist ebenfalls ein wichtiger Bonus. Der zehnte Bonus heißt Pläne für Schurken und schaltet Schurkenpläne frei, ebenfalls ein sehr wichtiger Bonus. Der letzte und elfte Bonus bei Cullen heißt Pläne für Krieger und schaltet Kriegerpläne frei, ein sehr, sehr wichtiger Bonus. Momentan haben wir 7 Inquisitionspunkte für Cullen vergeben. Aber kommen wir zu Liliana. Der erste Boni heißt Arkanes Wissen und schaltet im Laufe der Geschichte weitere Dialoge frei, also ein sehr wichtiger Boni. Der zweite Bonus heißt Perfekte Stechlinge und gewährt eine 10%ige Chance, zusätzliche Pflanzen zu sammeln. Ich selber finde diesen Bonus unnötig, da man im Laufe des Spiels genug Pflanzen sammeln kann. Der dritte Bonus heißt Adlerauge und vergrößert den Suchradius. Für mich unnötig, da ich die ganze Karte absuche und dann eh alles finde. Der vierte Bonus heißt Erweiterte Studien und ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man auf Schwer- oder Albtraum spielt. Der fünfte Bonus heißt Geschickte Hände und gute Werkzeuge und ist einer der wichtigsten Bonusse im Spiel. Mit dem Bonus können die Schurken die schweren Schlösser öffnen. Der sechste Bonus heißt Kundschafter und schaltet zum Beispiel Steinbrüche oder Schatzkarten frei, finde ich jedoch unnötig, da man die sowieso findet. Der siebte Bonus heißt Unerfahrene Kräuterkundler und man erhält zufällige Stufe 1 Pflanzen, total unnötig, da man sie sowieso die ganze Zeit auf der Karte selber finden kann. Der achte Bonus heißt Erfahrener Kräuterkundler und ist die Steigerung von Unerfahrener Kräuterkundler, ebenfalls unnötig. Der neunte und letzte Bonus bei Liliana heißt Meisterhafte Kräuterkundler. Dieser Bonus ist ebenfalls unnötig, denn man bekommt keine guten Pflanzen. Momentan haben wir jetzt 10 Boni freigeschaltet mit Liliana und Cullen. Kommen wir zu Josephine. Der erste Bonus heißt Adelswissen und schaltet im Laufe der Kampagne wichtige Dialoge frei und Einsätze am Kartentisch, also ein wichtiger Boni. Der zweite Boni heißt Makelloser Ruf und die Händler zahlen für eure Waren 10% mehr, ein wichtiger Bonus, denn Geld kann man nie genug haben. Der dritte Bonus heißt eine Hand wäscht die andere und ihr bekommt 10% auf die Waren der Händler, ebenfalls ein wichtiger Bonus.
Der vierte Bonus heißt erlesene Kundschaft und er bekommt auf die Waren der Händler 15% Rabatt. Ein wichtiger Bonus, denn wenn eine Axt 20.000 Gold kostet, sind 15% davon nicht schlecht. Der fünfte Boni heißt seltene Bestände. Ihr bekommt dort Materialien. Dieser Boni ist jedoch auch unnötig, da man sie alle selber sammeln kann. Der sechste Bonus heißt anspruchsvolle Kunden und ist die Steigerung von seltene Bestände und ebenfalls unnötig. Der siebte Bonus heißt nur das Beste und ist die Steigerung von anspruchsvolle Kunden. Selbst beim dritten Bonus bekommt ihr keine guten Materialien, also ein unwichtiger Bonus. Der achte Bonus heißt bevorzugte Kundschaft. Dies ist ein sehr wichtiger Bonus, denn hier werden epische und seltene Gegenstände freigeschalten. Der neunte und letzte Bonus heißt Freunde in wichtigen Positionen. Hier schicken die Händler euch Boten, wenn sie wichtige Ware im Angebot haben. Ebenfalls ein wichtiger Bonus. Insgesamt haben wir jetzt 16 Inquisitionsboni vergeben. Kommen wir zur Inquisition. Der erste Bonus heißt geschichtliches Wissen und schaltet wieder im Laufe der Kampagne wichtige Dialoge frei. Also ein wichtiger Bonus. Der zweite Bonus heißt anivanisches Schneiderhandwerk und ist ebenfalls ein wichtiger Boni, denn es gibt weitere 15 Plätze im Inventar. Der dritte Bonus heißt kaiserliche Hofschneiderei und ist die Steigerung von anivanisches Schneiderhandwerk. Ebenfalls sehr wichtig, denn es gibt 15 weitere Plätze im Inventar. Der vierte Bonus heißt Hartglasfläschchen. Hier habt ihr einen Trankslot mehr, das heißt, ihr könnt zum Beispiel Sprengfeuer mitnehmen. Der letzte und fünfte Punkt heißt exklusives Training. Hier bekommt ihr einen Punkt geschenkt für eure Fähigkeiten. Dies ist bei mir der 21. Inquisitionsbonuspunkt. Das heißt, wenn ihr ihn freischalten wollt, müsst ihr erst was anderes weglassen, denn es gibt nur 20 zum Verteilen. Das waren alle 20 Inquisitionsbonuspunkte. Ich hoffe, es war nicht zu viel Input für euch. Ich zeige euch jetzt noch kurz eine Übersicht, wo ich alle Bonuspunkte zusammengeschrieben habe. Hier könnt ihr nochmal alle 20 Inquisitionsbonuspunkte sehen, die meiner Meinung nach wichtig sind. Falls ihr nicht gleicher Meinung seid, könnt ihr ja unten in die Kommentare eure eigenen 20 wichtigsten Inquisitionsbonuspunkte reinschreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao, haut rein.